Der Unterschied zwischen Innen und Außen ist zunächst einmal der Unterschied zwischen Peripherie und Zentrum. Ich kann mich von dem Zentrum wegbewegen, immer weiter in die Randbereiche meiner selbst und auch in die Auswirkungsbereiche von Gedanken oder zurück an den Ursprung der Gedanken, an den Ursprung der Gefühle und an den Ursprung des Ich. Das sind die beiden Richtungen, die ich im Leben einschlagen kann. Plotin spricht in seinen Aeneiden, in dem wunderbaren Traktat zur Betrachtung, davon, dass der Mensch nur zwei Möglichkeiten hat. Er hat innere Bilder und innere Zustände, die kann er nach außen aus sich heraus ausagieren und vor sich hinstellen zur Betrachtung, dann sieht er sie dann und ist aber im gesamten Prozess unbewusst. Oder er kann sich der Betrachtung direkt zuwenden, und zwar indem er in sich hineinblickt. Das heißt, der Weg nach innen ist der direkte Weg der Betrachtung und der Weg nach außen ist auf einem Umweg zur Betrachtung zu kommen, indem man sich das erst einmal quasi vor Augen führt, was man da eigentlich in sich trug. Das kann man sagen, hat vielleicht auch seine Berechtigung in der Kunst und so weiter, kann aber natürlich auch im außergierten Zustand zu sehr, sehr, sehr weiten Abweichungen von dem, was man vielleicht ethische Norm nennen möchte dann und auch was man vielleicht Glück nennen möchte dann bedeuten für die ganze Weile. Und diese elementare Erkenntnis, dass ich also innen schneller zum Ziel komme, beziehungsweise dass der Weg nach innen geht und das sowieso so oder so nicht auszuweichen ist, dass es geht immer um die Erkenntnis, immer um die Betrachtung, bedeutet, dass ich von vornherein mich dem Inneren zuwende, dann erspare ich mir vieles. Es wird keinen Menschen geben, der nicht ein inneres Verhältnis zu sich selber hätte oder doch zumindest haben könnte. Wenn wir schlafen, das ist ein Drittel unserer ganzen Lebenszeit, nehmen wir uns selber nicht mehr bewusst wahr. Aber noch bis in die Träume hinein erzählt uns das Unbewusste von den Tagesresten unserer Erlebnisse, was sie bedeuten könnten. Wir fangen an, Teile unserer Biografie zu verbinden mit Erfahrungen aus der Kindheit, mit Ängsten, die uns dabei gebracht wurden, beginnen die Problemstellungen aktuell in der Gegenwart besser zu begreifen und erfinden, ob wir es wollen oder nicht, Auswege. Und das alles ist eine Sprache der Symbolik, ganz und gar innerlich. Die Bilder mögen von außen übernommen sein, aber sie verwandeln das Äußere in eine Bildbeschreibung für innere Zustände. Das heißt doch, dass wir anders als innerlich weder uns vorstellen, noch denken, noch uns mitteilen können. Bei allem, was für uns stimmt oder stimmig gemacht werden soll, brauchen wir eine Innenwahrnehmung. Und das geht jetzt so weiter. Wir sehen etwas draußen und schon sind wir geneigt, es zu beurteilen, mit klaren Begriffen, gut und böse zum Beispiel, schön und hässlich. Und wir sind rasch dabei, weil uns die Begriffe vertraut vorkommen. Jetzt müssten wir ein bisschen innerlicher werden und uns darüber nach Hilfe schaffen, dass die Begriffe, die wir verwenden, künstlich sind. Sie sind nicht innerlich ohne weiteres, sondern uns anerzogen. Und dadurch schon haben sie nur eine ganz begrenzte Gültigkeit. Sie geben eine bestimmte Perspektive der Beurteilung vor, aber nicht die ganze Wirklichkeit selber. Es ist subjektiv in dem Sinne, als wir etwas nicht Subjektives, von außen Anerzogenes und so verinnerlicht haben, dass wir es als innerlich nach außen projizieren. Eine komplizierte Schlaufe, die uns die Wirklichkeit weniger eröffnet, im Grunde sogar verstellt, denn wir verwechseln den Teilaspekt, auf den wir geprägt wurden, mit der Wahrheitsbehauptung über die Ganzheit des Phänomens. Wenn das Menschen betrifft, mit denen wir umgehen, bei denen wir sicher sind, schon nach der Zeitungslektüre, ist ein böser Mensch, merken wir gar nicht mehr, dass wir Menschen Unrecht tun, weil wir sie nur äußerlich, aber mit dem Anspruch eines inneren Werturteils belegen. An all den Stellen müssten wir jetzt lernen, zu uns selber wirklich zu kommen. Wir sind innerlich, selbst bei unseren Fehlhandlungen. Aber um innerlich zu werden, müssten wir merken, was wir von außen übernommen haben, was wir kurzschlüssig uns zu eigen gemacht haben, wie wir rein projektiv uns in die Dinge hineinverlegen, ohne es noch wahrhaben zu wollen oder zu können, und wie wir deshalb zu Fehlschlüssen geraten. Wir könnten gar nicht innerlich genug werden, indem wir jetzt, um beim Beispiel zu bleiben, darüber nachdenken, warum wir einen anderen Menschen, einen bestimmten Handlungsablauf in einer bestimmten Weise bewerten. Dann verstehen wir uns ein Stück selber, verstehen den anderen besser und gewinnen einen innerlichen Zugang. Wir sitzen nicht mehr im Gerichtssaal, wissen schon anhand der Aktenlage Bescheid,
anhand der Gesetzeslage wie zu urteilen ist, sondern wir nähern uns dem anderen, lassen uns sein Schicksal selber uns anvertrauen, wachsen mit ihm zusammen, berühren ihn in menschlicher Verbundenheit. Wir werden innerlich. Und so sollten wir eigentlich jetzt alles tun, was uns wesentlich wird. Once you become a young adult from your mid-teens on or maybe early teens on, there is a fear that you will misunderstand life and therefore take the wrong path and not accomplish some kind of sense of fulfillment in your destiny. And many societies try to give, you could say, little rewards, like have an okay job, have an okay house, have an okay kids, and live long enough to have some okay grandkids. And that's okay, because it's an okay house, an okay car, okay job, okay kids, okay grandkids. On the other hand, just more and more and more beings walking around misunderstanding the nature of self, dependent upon this, that, and the other. Because of that model, you could say, every war in the world, whether it's between two villages or between two states, two countries, they've all been fought basically because every government wants to be sure that their people have okay, 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 okay. And it's led to the deaths of millions and millions, hundreds of millions of people over the centuries, and certainly just within recorded history. And what isn't okay about it is that the ordinary appearance of things, living purely on that basis, leaves every person susceptible to great unhappiness. I've got an okay job, I could lose my job. I've got an okay house, I could lose my house. I've got an okay kids, they could all become drug addicts, get run over by cars, kidnapped and sold into prostitution. I've got okay grandkids, well, when they visit, they're always looking at my possessions, wondering how, won't this old person die soon so I can get that nice bookcase? The problem with just okay is it's not really very pervasively okay. And for that reason, I think all spiritual traditions address the importance of, you could say, inner life, or I guess in modern psychology we'd say something like address the importance of having a successful psychological profile, an effective or meaningful I like the word effective psychological profile. So at least you can succeed without any great damage to others or to yourself. And at the same time, lead something of a meaningful life. But I think every spiritual tradition does see that beyond the appearance of things, there is the extraordinary nature of the manner in which perception occurs in humans. And by going more deeply, you'd have to say the word meditative here, more deeply in a meditative way, really means able to very quietly, without falling asleep or the mind wandering off thinking about the cost of peanuts in Brazil because you happen to hold some stocks in a peanut company. You can very quietly turn about in the deepest seat of consciousness and just see how your perceptions of things are your own creation. So therefore, the Dalai Lama once said, in terms of Creator God,
each person is his or her own creator God, because the way in which they manage the inner perceptual process, and he didn't use these words, but I will use them, in which he or she builds an effective psychological profile, will very much create what kind of life that person lives. Der Unterschied ist natürlich enorm, zum Teil. Also sind meine Gedanken klar aufgeräumt, ich bin wenig verworren und ich habe zum Beispiel keine paranoiden Vorstellungen gegenüber meinen Mitmenschen, die ich auf sie drauf projiziere, dann kommt was anderes bei raus, als wenn ich das nicht habe. Also wenn ich sozusagen da eine extreme Projektion auf den anderen lege, was ich mir alles vorstelle, was der von mir denkt und was der eigentlich will und so weiter, was vielleicht gar nicht der Fall ist, ja, und das dann ausagiere, zum Beispiel einen Mord. Das sind gigantische Folgen, die aus sowas kommen. Nur man muss einfach wissen, dass ein Teil dieses sogenannten Karmischen befällt uns alle. Wir sind alle davon betroffen, keiner davon ist frei. Und deswegen ist eben auch das Thema der Selbstvergebung ein so großes. Also dieses sich auch loszulassen. In den vedischen Kulturen spricht man vom Loslassen von den guten und von den schlechten Taten gleichermaßen. Also loszulassen. Das, was geschehen ist, loszulassen. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man mal merkt, wo der Emotionalkörper wirklich festhängt und sich wirklich verbissen hat. Und das ist auch oft an unserem bewussten oder wachbewussten Verstand vorbei, geschieht die eigentliche Einlassung auf die Welt. Und im Dharma rolle ich diese verworrenen Fäden wieder auf. Das ist eigentlich die Wirkrichtung. Und dazu gehe ich auch durch unangenehme Zonen in mir selber. Ich stelle mich auch der sogenannten Schattenseite, also dem, was ich vermeide, sage ich jetzt mal. Es kann auch etwas sein, was ich emotional vermeide. Der Buddha spricht immer, dass man in die Mitte des Ofens geht, also da an den heißesten Platz geht, dort sich hineinfallen lässt und dann feststellt, dass sich die Dinge wieder ordnen oder dass sich die Ordnung zeigt und ganz viel abheilt an der Stelle von dem, was wir so erlebt haben. Und also das ist im Prinzip wie eine Art Haushalt, den man führt. Ja? Ich habe ein ordentliches Haus und fege es häufig und es ist sauber und es ist gut und es gibt gutes Essen, gute Nahrung darin, oder? Es vermüllt allmählich und ich lebe wie ein Messi da drin, irgendwann wie ein Geist in einer einzigen Ecke und ernähre mich von nichts oder nur von Schlechtem und so weiter. Und das ist halt der Unterschied, was passieren kann, wenn man bestimmte Zonen in sich lange unbetrachtet lässt. Ja? Wenn wir von Innerlichkeit sprechen, muss ich eine Hinzufügung beigeben. Ein Kind unterscheidet normalerweise nicht zwischen innen und außen, es ist einfach ganz. Vor allem, weil es völlig dem, was draußen ist, ausgeliefert ist. Man spricht psychologisch sogar von einer Einheit, einer Dualunion des Kindes mit der Mutter. Es erlebt die Mutter nicht als eine fremde Person, eigentlich als sich selber in der Umgebung, die es nötig hat, um zu leben. Dieses Gefühl für sich selber wandelt sich natürlich im Verlauf der weiteren Entwicklung, es differenziert sich. Spätestens mit 8 Monaten lernt ein Kind zu begreifen, dass die Mutter sogar eigene Gefühle hat, dass sie eine eigene Person ist. Es lernt, wie man mit den Gefühlen der Mutter günstig umgeht. Man kann das steuern ein Stück weit und herausfinden, wann wird Mutter besonders freundlich, wie lächelt man sie an, dass sie einem das gibt, was man gerne hätte. In all den Prozessen bei der Differenzierung von innen und außen behält sich das Innere durch relativ störungsfrei, wenn es sich tatsächlich als bejaht, gemocht, berechtigt, gewünscht und erwünscht erlebt. Um bei dem Inneren eine gewisse Festigkeit und Identität zu gewinnen, ist das Vertrauen vorauszusetzen, dass man gemeint ist, nicht gleichgültig auf der Welt dahin lebt, nicht im Grunde wie ein Objekt, das man mal in die Hand nimmt und dann wieder wegwerfen kann, behandelt wird, sondern als Persönlichkeit respektiert wird, mitgefühlt wird, begleitet wird, eigentlich geliebt wird. Mit anderen Worten, die Innerlichkeit ist so stark, wie sie zusammenhängt mit erfahrener Zuwendung und Liebe. Akzeptanz in weitestem Sinne, nicht für dies und das, was man getan hat, was man kann, was man sich vornimmt, wie man sich verhält, sondern für die Tatsache, dass man da ist. So eigentlich wird eine Mutter ihrem Kind auch gefühlsmäßig zu vermitteln trachten,
Sie hat es lieb, weil es existiert. Es ist ihr Kind. Es ist jetzt egal, hat es die blauen Augen vom Großvater oder hat es braune Augen von der Großmutter. Es kommt darauf nicht an. Später vielleicht, wenn man sich erklärt, warum man das Kind besonders lieb hat, kommt es auf die Details an, die man danach liefert als Begründung. Aber ursprünglich ist es vom Totalen langsam dann ins Detail sich vermittelnd. Ganz entscheidend also, das Innere wächst mit dem Vertrauen in ein Äußeres, das es von Anfang an umfängt. So ist das psychologisch bereits. Und einen Schritt weiter könnten wir daraus jetzt ein Thema für die Existenzphilosophie und Religionsphilosophie machen. Die liebste Mutter der Welt hat ihr Kind nicht nur lieb. Es kann ein Schreikind sein, aus Gründen, die die Mutter nicht bedacht hat. Sie hat zu viel geraucht, sie hat manchmal sogar getrunken, sie ist selber in einer Situation schwanger geworden, wo es nicht gerade passend war. Und das Kind hat die Belastung mit auf die Welt gebracht, schafft also Probleme. Es ist nicht einfach, ein Problemkind zu lieben. Die Mutter stößt an ihre Grenzen. Das Kind muss lernen, damit umzugehen, ohne es wirklich zu vermögen. Es begreift nur ganz allmählich, was mit der Mutter los ist. Es fühlt sich schuldig, ohne es zu sein. Es bekommt Vorwürfe, von denen es glaubt, nicht dieselben Inhalte verdient zu haben. Mit anderen Worten, aus der neuerlichen Angst, jetzt ist meine Mutter lieb oder ist sie böse, entstehen neue Probleme. Jeder, der als Mensch einen anderen in die Arme schließt, weil er ihn lieb hat, weiß um seine eigenen Grenzen. Vor allem aber weiß er, dass das, was der andere möchte, etwas Absolutes an Erfahrung und Bestätigung im Dasein ist. Und dann könnte man jetzt sehr verkürzt und allgemein gesagt behaupten, dass alle Liebe, die wir als Menschen untereinander schenken, untereinander vermitteln, wie ein Fenster ist, das wir öffnen aus einem ziemlich engen Raum hinaus in die Unendlichkeit. Das Versprechen, das wir als Menschen von Person zu Person einander machen, basiert im Grunde auf die Zuversicht, es gäbe alles, was wir relativ einander schenken, in einem Absoluten, das in seiner Gültigkeit und Geltung uns ermöglicht, dass wir so sind. Denn die Liebe, die wir einander schenken, entstammt selber dem Vertrauen, das wir bereits mitbringen. Wir geben nur weiter, was wir selbst bekommen haben. Und dann schließt sich der Kreis vom Absoluten ins Relative und dann wieder zurück ins Absolute. Thank you.
Also erst einmal würde ich sagen, wenn man den Buddhismus mal genau liest und das, was Shakyamuni Buddha wirklich gesagt hat, dann ist sozusagen das Grundübel nicht das Begehren, sondern Tanha, Durst, Craving könnte man sagen im Englischen. Das ist also Sucht, Suchtverhalten letztendlich. Also das, was wir haben, worin wir feststecken, sind Suchtverhalten. Und das Gleiche, was auch Meister Eckhart sagte, ich kann sehr reich sein, aber ich kann damit auf eine entspannte Weise umgehen oder ich kann mich damit identifizieren und suchtabhängig sein von immer weiteren Kapitalzuwächsen und so weiter. Das ist die Frage, wie stehe ich in mir selbst und in meiner Situation. Das ist nicht sozusagen von außen zu betrachten, sondern der innere Zustand. Aus dem Zustand der Sucht rauszugehen in einen Zustand der Freiheit und des freien, gelösten und loslassenden und annehmenden Kontakts mit der Welt. Das ist das, was angestrebt ist, erst einmal im Grundsätzlichen. Und insofern ist jeder Kontakt mit der Welt, den ich auf so eine gelöste Art und Weise haben kann, auch selbst wenn der stattfindet dann in einem Unternehmen oder so, ist es dann auch. Ja? Es ist jetzt nicht, dass man quasi sich zwanghaft von allem abwenden muss, quasi seinen Job kündigen, Wohnung auflösen, irgendwo Kloster im Himalaya gehen. Das ist, glaube ich, gar nicht praktikabel und dafür haben wir auch gar nicht die Strukturen in unserer Gesellschaft, sondern der Weg ist, das Loslassen zu finden in der Alltäglichkeit, indem ich mich einbringe in das Zeichen, was über den Dingen steht. Wenn wir uns mal betrachten, was großer Unterschied ist im Denken des Westens zum Beispiel zum Osten, ist der Gedanke von Konfuzius und über das I Ching auch vermittelt, dass über allen Situationen ein Zeichen steht, in dem die Urkräfte des Männlichen und Weiblichen in bestimmten Konstellationen zueinander stehen. Und der Weise oder Edle bewegt sich in diesem Zeichen dann gemessen des Zeichens, was er vorfindet. Ja, es ist keine allgemeine Prinzipienreiterei, die da betrieben wird und die auf jede Situation vollkommen unabhängig davon, wie sie, in welchem Kontext sie stattfindet, angewendet wird, sondern eben ein sich einfügen in einen solchen Kontext, in einen Gesamtkontext. Das zum Beispiel wäre ein ganz dharmischer Umgang mit dem, kann man auch sagen, politischen Raum, mit dem Raum, den man unter Menschen einnimmt. Auch da gibt es eben den Umgang damit. Es geht jetzt nicht nur darum, dass man sich nur trennen muss, sondern ich kann auf eine spirituelle und viel höhere und feinere Art und Weise wahrnehmen, wo ich mich bewege und mich in dieses, was ich wahrnehme, im Sinne des Höheren einbringen. Und das ist also, dass man diese stroffe Dissonanz nicht so aufmacht. Denn um die kann es gar nicht gehen. Und auch wenn jetzt Menschen quasi längere Zeit im Kloster waren, sie haben vielleicht ein Aufwacherlebnis gehabt. Übrigens auch viele Leute vollkommen außerhalb des Klosters, einfach mal so spontan zwischen rein und so weiter. Das passiert sehr viel, mehr als man denkt. Die haben danach ja trotzdem den Alltag. Danach geht es weiter, danach muss man morgens aufstehen, sich die Zähne putzen, man muss auch sich was zu essen kochen, muss irgendwie Geld verdienen, ein bisschen arbeiten oder sich um seine Kinder kümmern und so weiter. Das bedeutet, all diese ganzen Lebensbereiche, um die sind ja essentiell und direkt gemeint, die sind ja nicht ungemeint. Weswegen man übrigens in allen Dharma-Kulturen, in allen alten Kulturen auch sozusagen Umgangsformen und traditionsgewordene Wissensschätze findet zu allen Lebensbereichen. Und zwar bis ins Kleinste hinein, bis zur Nahrungszubereitung, natürlich Medizin, Architektur und so weiter. Alles ist heilig an der Stelle. Und die Ordnung ist überall zu finden. Wie Heraklit sagte, als er besucht worden ist im Artemision und jemand reinkam von hinten in die Küche sozusagen und da, wo der Herd stand. Und er sagte dann, ja, kommt rein, auch hier sind Götter. Ja? Und das ist wichtig, dass man diesen Unterschied erkennt. Also das, wo man rausgeht oder was sozusagen abgelegt wird, ist die Sucht. Das ist wichtig, ja. Die Sucht wird abgelegt, aber nicht die Welt. And of course, if outer phenomena was so beneficial, we would not see such high suicide rates amongst wealthy people. Obviously, committing suicide is not a sign of great happiness or great peace of mind. The Buddhist world has nothing against being wealthy, being powerful, having many luxuries and so forth. It's what one does with what one has that's important. Therefore, the seventh Dalai Lama, when he was, you could say, Lama King of Tibet in the sense, I mean, they don't use the word king, but they use the word he was spiritual and temporal leader. And in a poem he said, if you have one camel and attachment, you've got one headache. If you've got 100 camels and attachment, you've got 100 headaches. The problem isn't the camels. And similarly in another poem, here's one of my favorite
sort of verse writers, writers of verse of the various Dalams, one of my personal favorites. And he said, whatever you see your body as something borrowed and soon to be given back, see whatever possessions you have as something borrowed and used to benefit the world. See whatever power you have as a gift, and similarly use it to try to bring benefit to all living beings. So I think the Buddhist attitude is very well captured in those simple words. There's another saying coming from an early Sakya king. So he's like a prince or a king of the province of Sakya. And one of his nephews or grandsons, I'm not sure which it was, became guru to Kublai Khan and China, the Mongols ruling China and Mongolia and all the way to the west, basically became Sakya school. But the first, the Trapa Gelsen, I think it was, went into a vision, or Kungin Nyingpa, one of those two Sakya kings or princes, was a very strong meditator, and of course he had a palace and he had a kingdom. But there was a four-line verse sort of came to him as the meaning of his retreat, and the first was, if you have any strong distinguishment between the eight worldly concerns, you are not on the path. And those are, you make a big difference between pleasure and pain. Because in life, we're going to get pains. I mean, you see a baby coming out of the womb, and you see the mom. It's not as quite as pleasant as the process of making the baby. I was watching a comedian the other day, and he said, you know, if men had to give birth, that would be the end of the human race. They would say, what? No more of this. And we all get pleasures and we all get pains in our life. Of course, it's natural to want pleasure and it's natural not to want pain. But we should understand in life that these are just waves rising and falling on the ocean, and we should steer our course without being pushed this or way, that this way or that way, unduly. It shouldn't be like an obsession with us. And pleasure and gain and loss. Everyone has many gains, everyone has many losses. We are born with parents, and eventually, if we live long enough, they leave us. And we have siblings, and one or two of them may disappear into the hereafter, or the other side, or whatever we want to call it. We have possessions, wealth, and whatnot, no matter how minuscule, a little bicycle, a third-hand bicycle, an old German Volkswagen. Eventually the thing goes. So between gain and loss, of course, we should understand in our life we will get many things and many things will go. And by just resting the mind, enjoying what comes and saying bye-bye to what goes, will keep us in a beneficial way of mind, and it won't pull us this way and pull us that way. And praise and blame, or praise and criticism, that whether people say good words to us or critical words to us, we should regard them as echoes in a cave. In fact, there's a meditation technique in Tibet where you go into a particular cave that was famous for echoes, and you yell out things like, you're very handsome. And you watch the mind respond, and then you yell, you're really not handsome. Then you watch the mind. You're a very good character. You're a terrible person. You watch the way the mind fluctuates to these sounds and these words. And finally, the fourth set is, if you're applauded
for your successes, or they passed unobscured. They passed in obscuration. So that was the first line of his four line on what is how to lead a meaningful life. The second one had to do with love, compassion, that if you can't have love, compassion in your life, then you're leading a spiritual life which is unrich, not enriched by two very warm, heartwarming, elevating factors of character. Das Problem des Buddha ist also die menschliche Existenz im Raume der Natur. Und die Tatsache, die er feststellt, das Leben ist leidvoll, es betrifft jeden Einzelnen in seinem Leid, es ist individuell und es ist im Grunde trostlos. Die Lösung, die der Buddha beim Meditieren darauf findet, ist, dass er die Mönchsaskese genauso meidet wie die Wollust der Genießer an seiner Seite. Er entdeckt den mittleren Pfad und findet, dass das Unglück nicht darin liegt, dass wir älter werden, dass wir unseren Besitz verlieren, dass wir unser Leben eines Tages verlieren, sondern dass wir an all dem hängen. Wenn wir aufhören, uns zu klammern an das, was wir meinen zu sind, zu haben und zu sein, leiden wir ja nicht mehr darunter. Nur solange wir meinen, das sind wir selber, werden wir gequält durch die Naturtatsachen. Und das wird jetzt die Formel im Buddhismus, das bin ich gar nicht selbst. Das ist nicht mein Selbst, ist die befreiende Erlösungsformel auch bei der Meditation. Meine Geldbörse bin ich nicht, meine Gesundheit bin ich nicht, nicht mal mein Leben bin ich, das alles wird vergehen. Und schon dadurch sich zeigen als nicht mir zugehörig. Und wer bin ich dann selber? Darauf gibt positiv der Buddha eigentlich keine Antwort mehr. Das ist das Unbeantwortbare, das Nirvana. Jetzt kann man sich das vorstellen, inhaltlich wie immer man möchte. Der Buddha hat dafür eine Antwort, die uns enttäuschen mag, aber ihm ganz plausibel ist. Er würde sagen, ich habe ja nicht gesagt, was ist, wenn ihr euch aus dem Haus des Leides entfernt. Ich habe nur gesagt, euer Haus steht in Flammen. Entfernt euch möglichst bald daraus. Das kann ich euch zeigen, wie ihr aus dem brennenden Haus herauskommt. Was ihr dann antrefft, müsst ihr selber sehen. Ist nicht mehr Teil meiner Problemanalyse. Ich kann nur analysieren, was sich in der empirischen Welt als Problem zeigt. Das habe ich getan und wie man es auflöst. So der Buddha. Naja, wer sich der Sucht überlässt, wird, also jetzt, wenn wir weiter in der buddhistischen Lehre bleiben, dann einfach hinabgezogen, entsprechend Höllenbereiche nach einer Weile. Also das hat ja eine Eigendynamik. Es ist sozusagen eine selbstzerstörerische und fremdzerstörerische Eigendynamik und die erzeugt sehr viel Leid und ein ganz großes Vergessen. Da, wo ich in der Sucht stecke, dort sehe ich buchstäblich diesen Dharma-Raum nicht. Es ist weg. Es ist eine echte, totale Unwissenheit. Deswegen wir übrigens auch die Menschen, die da draußen in bestimmten Gedanken der Macht und so weiter feststecken, sind gar nicht zu erreichen in diesem platten Sinne erst einmal. Da müsste irgendeine Öffnung sein, dass sie überhaupt in Resonanz gehen können mit diesem anderen Feld. Sonst ist es für sie einfach nicht da. Sie leugnen es, ist eine Existenz komplett, ganz leicht. Und es ist aus ihrer Perspektive auch realistisch so. Also sie denken, sie seien realistisch, aber sind es gar nicht. Und bleiben dann Getriebene an der Stelle. Und ja, genau, aus der Getriebenheit folgt halt in immenses Leid für sehr, sehr viele fühlende Wesen, also viele Menschen. Tiere, Pflanzen, Steine, es ist enorm, was alles zerstört wird dadurch. Also es ist nicht wünschenswert und es macht den Menschen, der in dieser Sucht gefangen ist, gar nicht glücklich. Denn die Sucht kennt nur eine temporäre Linderung und hört ja nie auf. Die kennt ja nicht die Wonne der echten Befriedigung. Ja, wo es einfach an der Erfüllung, die kennt sie ja gar nicht. Und suchtabhängig kann ich von allem sein. Also ich kann von Dingen, ich kann von Macht suchtabhängig sein, ich kann suchtabhängig sein vom Handy, aber eben auch im christlichen Sinne, ich kann suchtabhängig sein von der Idee eines Helfens, wenn dahinter, was mich schiebt, einfach so eine Art Minderwertigkeits- und Schuldgefühl ist, was nie befriedigt wird, was immer und immer weiter dort mich antreibt. Das heißt, dann agiere ich einfach nur meinen eigenen Schuldwahn aus, den ich versuche, mit dem, was ich denke, was der andere braucht, irgendwie in die Welt zu tragen, ohne den anderen wirklich zu sehen, ohne zu sehen, was der andere wirklich braucht.
und kann mich da drin auch unglaublich verlieren und der andere übrigens, den anderen übrigens dann auch. Also das sind also dieses das Gutsein im Sinne des Christlichen ist es in diesem Sinne nicht, sondern es geht um das Klarsein, um das Klarsein und in der Wahrheit sein. Deswegen in den asiatischen Kulturen, was ein ganz großer das geht um das Klarsein. Das Wichtige, was die asiatischen Kulturen gegenüber den westlichen als Gedanken mal einbringen können, ist, dass es nicht darum geht, in dem Sinne etwas zu korrigieren in der Welt, sondern ich steige direkt ein in einen dharmischen Umgang damit und das korrigiert von alleine die Dinge, ohne dass ich jetzt sozusagen da ganz viel so dran machen muss in dem Sinne. Ja? Das bedeutet, ähnlich wie bei einem Hund, in dem Moment, wo ich in einer guten Haltung bin mit meinem Hund, brauche ich gar nicht mehr jetzt anzugucken, was da vorher war oder ob der traumatisiert ist und sowas. Es gibt ja solche Fälle, sondern der kommt einfach und der benimmt sich wie ein normaler Hund, weil ich ihm diese Normalität spiegele. Das ist jetzt mit einem Tier so, aber auch mit Kindern so. Sie einfach einbinden in diese Normalität, indem die Ordnung einfach wiederhergestellt wird. Deswegen brauche ich die Ordnung und brauche ich Kontakt zur Ordnung und ich gehe direkt raus, ohne dass ich sozusagen aus diesem karmischen Feld noch wahnsinnig viel rauspopeln müsste, weil das geht oft gar nicht. Oft geht es einfach nur durch den Exit. Ich nehme mich aus der Sache raus. Und das ist die große, sehr andere Ansage, die der Osten macht gegenüber dem Westen, der das meint, therapeutisch alles aufarbeiten zu müssen. Was auch zum Teil seine Berechtigung haben kann, aber eben zu wahnsinnigen Verstrickungen auch führen kann, wo man seine sich so konsolidiert in seinen eigenen Symptomen, also sich quasi mehr und mehr mit seinen Symptomen identifiziert. Und das ist vielleicht auch gar nicht so günstig. Ja? Vielleicht geht es um etwas ganz anderes, um etwas Transzendenteres in dem Moment. Erstmal so als Kontrast, den man noch reinbringen kann zu dem Thema. Not understanding the nature of the self, the question of the self becomes very important, I think, because based on one's sense of self, one has a sense of values, and based on those values, one lives a particular kind of life. And based on that life, you plant certain seeds in the garden of your life, and you get the fruits of those seeds eventually. So if we can have a deeper sense of self, a sense of self which more closely aligns with actual reality rather than a fictional sense of self, then the seeds we plant in our life will be more appropriate to who and what we actually are. And in the Buddhist world, there's a statement that the first greatest mistake in human life, in any given human life, is misunderstanding nature of self. And based on that, then anything which supports our fictitious sense becomes an ally, and therefore is regarded with affection and even with dependence. And anything which
questions or threatens that reified, contrived, constructed sense of self, becomes our enemy, becomes inimical to us. And these give rise to the two great distortions of the human mind, which are anger or irritation, and then craving and attachment and need. I need, I have to get rid of, I need, I have to get rid of. And based on that, we enter into the 84,000 darknesses of the mind. And you have things like people going around doing utterly idiotic things, harming themselves, harming others, harming the planet, harming little creatures walking along with whom we share the planet, and so forth. And it all basically comes from not understanding nature of self. Das Problem des Christentums 500 Jahre später ist in gewisser Weise in einer Ähnlichkeit verwandt mit dem Willen, den Menschen erlösen zu wollen. Nur der Unterschied liegt in der Frage von, was sollen wir denn erlöst werden? Auf dem Hintergrund der Bibel geht es um den Begriff jetzt der Sünde. Das müssten wir buddhistisch interpretieren als Fehlidentifikation, als der Wahn, etwas zu sein, das wir gar nicht sind. Etwas als ich bin zu deklarieren, wovon wir bei besserem Bewusstsein sein, das bin ich gerade nicht. Das kann übertragbar werden, auch auf das, was im Christentum mit Sünde gemeint ist. Man hält etwas für absolut bedeutungsvoll, was im Grunde völlig relativ ist. Sehr abstrakt gesprochen haben die Theologen in der Hochscholastik 13. Jahrhundert, Thomas von Aquin, die Sünde definiert als Hinwendung zum Geschaffenen, wie wenn es das Absolute wäre. Eine Verdrehung also der Perspektive, man nimmt etwas, das völlig relativ ist, für etwas Allentscheidendes und Endgültiges und vergisst dabei, was wirklich endgültig wäre. Das kann man gut und gerne übersetzen als Fehlidentifikation. Die Frage ist aber, wie kommt es dahin? Und das ist im Hinduismus und im Buddhismus, in den indischen Religionsformen, soweit ich sehe, nie die Frage gewesen. Was passiert denn im Bewusstsein von Menschen, wenn sie dahin kommen, sich ein falsches Bewusstsein zuzulegen? Die tiefste Antwort, die in der Bibel im Christentum zu finden wäre, ist eine Erklärung, die fast die Psychologie berührt, aber im Grunde die Existenz des Menschen meint. Das geschieht aus Angst. Menschen haben das Vertrauen, nicht gehalten zu sein in einem Gott, der als Schöpfer sie meint und möchte, in dessen Händen sie ruhen und aus dessen Händen sie hervorgegangen sind, der sie mit seinen Fingern geformt hat aus dem Staub und der Nichtigkeit der Erde, um sie anzuhauchen mit seinem Atem und ihn in seinem Gesicht sein eigenes Abbild geformt hat. Was führt Menschen dahin, am Ende genau das nicht mehr zu sehen und wahrzunehmen? Das wird in der Bibel beschrieben, in der sogenannten Sündenfallerzählung, eigentlich eine Geschichte der Angst. Wenn man das Vertrauen verliert, wird man versuchen, sich zu klammern an das, was man sieht. Man sieht nicht mehr Gott, man sieht die ganze Welt, die uns umgibt. Und jetzt möchte man irgendetwas, das den Grund, den wir gerade dabei sind, zu verlieren, ersetzen könnte. Und dann machen wir aus dem Relativen das Absolute, was es nicht sein kann. Wir treiben Götzendienst mit einem Wort. Schauen wir uns um, worunter sich die Menschen quälen. Geld schafft Unsicherheit. Bomben und Waffen schaffen Unsicherheit. Macht schafft Unsicherheit. Größe schafft Unsicherheit. Einfluss schafft Unsicherheit. Das geht bis in die Jugend heute hinein. Was muss man alles machen, um Follower zu finden? Wie wird man Influencer? Wie kriegt man? Und so weiter. Eine reine Scheinreligion von Bedeutsamkeiten, die wir uns zulegen, in dem Grundgefühl überhaupt keine Bedeutung zu haben. Es kommt auf uns nicht an. Wir finden uns selber verächtlich, nichtig, überflüssig, unbedeutend. Also müssen wir gegenkompensieren und eine Fantasiewelt erschaffen, die unendlich ist in ihren Ansprüchen. Wie ein Vampir alles hineinfrisst, um uns größer, größer, größer zu machen, wie ein Ballon, der irgendwann platzt an der inneren Dynamik der Angst. Das löst auf das Christentum.
indem es uns ein Vertrauen zurückschenkt gegen die Angst. Und das ist der Weg, den Jesus beschritten hat im Neuen Testament. Er nimmt die Menschen bei der Hand. Es gibt keinen Gott, der sie bestraft. Es ist möglich, Menschen können Menschen verachten, mobben, ausgrenzen. Aber das ist nicht Gott, das ist die Verstellung von Gott. Die Gründe mögen sein, wie sie sind. Aber wer sind wir selber im Absoluten? Das möchte Christus uns wiederbringen. Und das ist die Art des Christentums zur Erlösung. Beim Buddhismus lernt man, die Dinge loszulassen, die Hände zu öffnen und egal, was jetzt passiert, dem Strom der Zeit zu überlassen. Der Weg des Christentums ist anders. Man begegnet einander als Person. Man ist nicht der Einzelne als Mensch einer neutralen Natur gegenüber, sondern als Mensch einer absoluten Person gegenüber und entdeckt sich in der Person eines anderen Menschen im Austausch wieder. Und nun lässt man den nicht los, man nimmt ihn in den Arm, drückt ihn an sich, nimmt ihn in sein eigenes Herz auf. Und durch die Liebe gewinnt man Vertrauen ins Unendliche. Der andere ist kein Gott. Er hat Fehler, die man auch sieht, mit denen man gut leben kann, wenn es im Hintergrund eine Vergebung gibt, die man selber nötig hat, die einen sogar bis in den Humor hinein großzügig werden lässt, verständnisvoll macht. Das Christentum antwortet also auf die Not der Menschen, wenn man so will, psychotherapeutisch, aktiv, personenzentriert und dementsprechend mit einer energischen Geduld gegen die Verwirrungen des anderen nach und nach einen Reifungsprozess einzuleiten, der zu mehr Identität führt. Innere Wandlung, die geht von dem Ich, von dem Menschen selber aus. Keiner tut etwas für den anderen. Das heißt, selbst wenn einer zutiefst ängstlich ist und sich gar nicht traut, Dinge auszusprechen oder geht zur Beichte und er hat zum ersten Mal dort jemanden, der ihm wirklich zuhört und vielleicht auch meinetwegen quasi dieses Jesus-Thema mit reinbringt, ja, also dieses Jesus-Bewusstsein mit reinbringen möchte, dass dir deine Sünden auch wirklich vergeben sind, dass du auf die Vergebung wirklich hoffen und dass du auch wirklich auf die Vergebung bauen kannst, ist es in dem Moment dasjenige, was ihm die Kraft gibt, vielleicht es auszusprechen. Aber in dem Akt des Aussprechens in der Beichte, den hat er selber getan. Den hat ihm jemand abgenommen. Das ist das, was aus ihm selbst heraus geschehen ist. Und diese Vorstellung loslassen, dass einer den anderen erlösen kann. Was wir füreinander tun können, ist förderliche Umstände füreinander schaffen, Zutrauen geben, von unserem guten Feld etwas mitteilen und die anderen damit reinnehmen. Das können wir machen. Aber in diesem Feld wächst jeder Einzelne für sich aus sich heraus, nicht sozusagen als Produkt eines anderen. Also ich kann aus dem Christentum einen schöpferischen Impuls entnehmen, und wo es wieder dharmisch wird, wie es in der Mystik der Fall ist. Und dann geht es ganz tief um das Durchfühlen der Gefühle, das Hineinfallen in den Brunnen, das Ganze, was ja auch bei Johannes Tauler auftaucht zum Beispiel. Und dann gibt es gerade in dem mystisch-allegorisch-symbolischen Zugang, den auch Meister Eckhart zum Beispiel hat, zu diesen Texten, gibt es ganz große und tiefe Einsichten, wo er aus der Bibel etwas sehr viel und sehr Wichtiges auch rausholt. Also es ist nicht so, dass das nicht so auch gesehen werden kann. Und vor allem auch das Thema der Vergebung ist ganz wichtig, ne? Das Thema der Vergebung, daran denken wir gar nicht so, weil es in diesen Kontext kommt, so vergib den deinen Feinden und so weiter. Ich glaube, das Wichtigste ist hier, vergib dir selbst, was dir widerfahren ist, vergib dir selbst, was du auch getan hast. Und das alleine schon ist gar nicht mal so einfach, wie einfach mal so gesagt, sondern es ist ein Prozess, wenn ich mich auf diese Selbstvergebung einlasse, der wird in mir selbst ehrlich errungen. Aber das ist tatsächlich und kann mir dann wie eine Gnade sich mir öffnen, wenn ich da hindurchkomme. Ja? Und diese Art von Selbstvergebung und diese Arbeit daran, die empfinde ich als sehr wertvoll. Und da hat das Christentum viel beigetragen an der Stelle. Was ich angesprochen habe dennoch, als das, was das Christentum auftaucht, als eine exklusive Weltstory, eine Marke, kann man mal sagen, wo sich alle einkaufen müssen in die Marke, weil man sonst ihnen meint, ewige Höllenqualen und so weiter zugedenken zu können. Das sind alles einfach extreme Punkte und die sind im starken und herben Kontrast zum Prinzen des Friedens, als den sich das Ganze dann verkauft. Und es ist auch wichtig, dass wir uns da keine
Illusionen machen und auch einen starken Unterschied einfach mal aufmachen an der Stelle. Denn das ist dasjenige, was im Abendland dazu geführt hat, dass wir diese Entwicklung, sage ich jetzt mal eher atheistischer Natur, dann auch gemacht haben, weil diese Art von spirituellem Missbrauch einer solchen Geschichte, die mit Gewalt zum Teil auch den Leuten aufgezwungen worden ist, mit Gewalt alles totgeschlagen, was es nicht wollte, die hat die Leute irgendwann dazu gebracht, dass sie alles ablehnen und alles für eine Manipulation und für Gewalt halten. Und das ist einfach wichtig, dass wir uns klar machen, wie das Ganze geworden ist. Was nicht heißt, dass ich aus dem Christentum und aus diesem Raum, der sich an das tiefe Innere der ganzen Sache erinnert, mit dem Thema der Vergebung und so weiter, nicht etwas Wunderbares werden kann. Das aber ich möchte trotzdem diesen Unterschied klar machen. Buddhismus und Christentum sind insofern miteinander verwandt, als sie beide die Menschen erlösen wollen. Und beide haben vor sich den Selbstverrat, der darin besteht, eine Identitätsform zu leben, die im Grunde nicht dem entspricht, was wir wirklich sind. Der Buddhismus hat als Erlösungsweg wesentlich gefunden die Meditation. Man soll an nichts mehr haften und die Dinge abweisen. Das ist nicht mein Selbst, sagt man sich. Je mehr man meditiert, je mehr man sich konzentriert, das Nirvana, das gar nichts sich vorstellt, wird man frei, könnte die Erfahrung sein. Vor allem streift man alles das ab, was man an gezwungenen Verhaltensweisen beigebracht bekommen hat. Die soziale Identität beispielsweise im Rollenspiel, die Funktionalität im Beruf, das, was man sein muss in den Augen der anderen, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Wie wenn alles das keine Gültigkeit hat. Und man das friedfertig dran gibt, indem man weiß, ich mache mir und den anderen was vor, wenn ich dabei bleiben würde. Ich werde dabei nicht frei, sondern unfrei. Ich lebe nicht wahr, sondern überhaupt nicht. Ich werde gelebt. Ich bin der Sklave und ausgeliefert. Das kann sich ändern, indem ich ein wahres Bewusstsein von mir erwecke und das alles abstreife. So ähnlich beschreibe ich jetzt in der Kurzform den Weg der Meditation. In einer Kultur, die nicht so rabiat Menschen bis ins Innere verformt, wie das im Westen geschieht, mag dies die einfachste und praktisch naheliegendste Form sein, Menschen zu sich selber zu begleiten und entsprechend anzulehren. Im Christentum, im Westen, brauchen wir das, was wir heute Psychotherapie nennen. In gewissem Sinne läuft das inhaltlich auf verwandte Erfahrungen hinaus. Sagen wir es religiös, in der Bergpredigt kann Jesus deutlich sagen, wer sich bemüht, Gott zu erkennen, oder umgekehrt, wer leidet daran, dass er Gott nicht erkennt, wird merken, dass die Fragen, die ganz normal zu sein scheinen, was kann ich essen, was muss ich anziehen, wie kann ich Geld zur Beschaffung von Nahrung und Kleidung bekommen, wie wird der Magiertag aussehen, wie kann ich darum sorgen, was im Alter aus mir wird, dass all diese Fragen vergebens sind. Mit all den Sorgen für den Magiertag kann man nicht auch nur eine Stunde sein eigenes Leben wirklich verlängern. Mit all dem, wo wir uns festzumachen suchen, als wäre das etwas Wesentliches, verlieren wir uns selber, unnötig. Die Frage ist nicht, wie kommen wir an das Brot, das wir brauchen, sondern wie können wir das Brot teilen, das wir in der Hand haben. Dann wäre es für alle genügend. Eine Umwandlung in Güte und die Abarbeitung von falschen Ängsten, die uns immer wieder nötigen, uns an Dinge zu klammern, mit denen wir dann auf fälschliche Weise identisch sind, ist der Lösungsweg Jesu. Aber nun auch psychotherapeutisch. Wenn wir Neurosen behandeln wollen, seelische Verformungen, haben wir es immer zu tun mit Fehlidentifikation. Man hat etwas Bestimmtes sein müssen, auch vor sich selber in der eigenen Bewertung. Man hat bestimmte Schablonen für gut und falsch, für richtig und unrichtig in sich aufgenommen. Und da läuft ständig eine Mechanik, seit Kindertagen, die uns festlegt, wie wir zu sein hätten. Wenn es gut geht, hat man vielleicht wenig Grund gehabt, darüber nachzudenken, aber wenn man darunter krank geworden ist, merkt, dass das Leben aus dem Ruder läuft, dann muss man all das nochmal nachkorrigieren, in Richtung von mehr Güte, mehr Freiheit, mehr Persönlichkeit, mehr Eigenständigkeit, mehr persönlichem Gewissen, nicht das Über-Ich,
die erzwungenen Dressate aus Kindertagen, sondern die eigene persönliche Entscheidung soll maßgebend sein für das, was richtig und falsch zu tun ist. Und dann hat man es jetzt anders. In der Meditation kann man sitzen, schaut auf einen kleinen Punkt, auf den man sich konzentriert oder schließt überhaupt die Augen, versucht sich kaum noch zu bewegen in der Ruhe des Rückgrats, gar nichts mehr. Nur noch Stille, Ruhe, wenig Störungen, minimal und vor allem keine Störungen aus dem Innenraum. Wie man atmet, wie man auf sich selber lernt zu hören, wie man sich wahrnimmt als etwas, das in sich strömt und verströmt. Mehr wäre nicht nötig. Das, was wir vor Augen haben, wenn wir von Religion im christlichen Sinn sprechen oder Psychotherapie im westlichen Sinn, ist was ganz anderes. Das kann nur gehen in dichtem Austausch zwischen Personen. Wenn es geht darum, Vertrauen zu lernen, bekommt man es nicht, indem man in Ruhe vor sich hin hockt, denn die Angst ist dann ja immer noch da. Die Gespenster sind ringsum immer noch gegenwärtig. Man braucht eine andere Person, die durch ihr Dasein ein Vertrauen schenkt, nachzuerleben, was es mal in Kindertagen hätte heißen können, behütet zu sein. Und dann muss man die alten Ängste aus Kindertagen miteinander durchgehen. Also sich persönlich engagieren, austauschen, zuhören, begleiten, Geduld haben, Verständnis üben und am Ende den anderen dahin begleiten, dass er beginnt, in seinem eigenen Durcheinander sich selber besser zu verstehen. Und das wachsende Vertrauen, das dann langsam aufreift, ist die Dimension des Religiösen bei all dem, was heilend machen kann. Also der größte Unterschied zwischen dem Christentum und zwischen den dharmischen Traditionen liegt daran, dass das Christentum eine spezielle Kosmologie voraussetzt, die nur einen einzigen, praktisch wichtigen, als Weltbühne veranstalteten Planeten sieht, eine absolute Zeit sieht. In dieser Zeit hat es an einem bestimmten Zeitort, einem bestimmten Zeitpunkt einen einzigen Menschen gegeben, der Sohn Gottes ist, der alle anderen erlöst hat in einer Art Sündenbock, wie sie Sünden auf sich genommen, wie eine Art von Sündenbock. Und die anderen sozusagen nehmen teil an diesem Mysterium, indem sie sich glaubend ihm anvertrauen oder ihm so hingeben. Als Gedankengang wäre das aus der dharmischen Sicht komplettes Adharma. Also ist nicht, daran ist nichts irgendwie zu verteidigen, sondern erst einmal geht es darum, dass ich mich nicht anvertrauen kann, niemandem anvertrauen kann, sondern Dharma ist immer die eigene individuelle Erkenntnis. Das heißt, es kann mir meine Sünden und mein Karma niemand anders abnehmen. Das wäre fast schwarzmagisch, wenn ich überhaupt so denken würde. Einfach mal als Grundgedanke. Hier ist das Christentum, zumindest wie es sich als Geschichte verkauft, deutlich weniger das, als das, was es sich darstellt, als so besonders gut. Ne? Und in den Dharma-Kulturen würde das, ist der Meister derjenige, der dich zur Selbstkultivierung anregt. Einfach durch sein Beispiel und durch die Kultivierung, die er vorlebt. Und dann folgen die anderen der Kultivierung des Meisters, auch in ihre eigene Kultivierung und ihre eigene Erkenntnis. Und das ist das, worum es geht im Dharma. Erstmal
unabhängig, also in überhaupt in der Lehrer-Schüler-Beziehung und auch überhaupt im gesamten Grundkontext. Und es geht eben nicht darum, dass ich mich und meine wahrgenommene Schuld einem anderen aufbürde, um dann mich besonders erlöst zu fühlen und dem dann ewig dankbar zu sein und seiner Kirche anzuhängen und so weiter. Das sind alles institutionelle Begriffe und Ideen, die in dem Sinne nichts mit Dharma zu tun haben. Das Kreuz ist das zentrale Symbol des Christentums, weil es entsprechend der eigenen Lehre durch das Leiden am Kreuz Jesus Christus gewesen ist, der uns von den Sünden erlöst hat. Das ist eine eigenartige Lehre, die vielen als Belastung erscheinen wird. Denn wenn Gott Sünde nur vergibt, indem ein Opfer dargebracht wird, ein so grausiges und grässliches und blutiges, bekommt man zusätzliche Schuldgefühle. Wer will auf diese Weise schon durch die Hinrichtung eines Unschuldigen befreit werden von der eigenen Schuld? Dieser Widerspruch müsste aufgeklärt werden. Und es ist am allereinfachsten, wenn ich sage, Jesus ist hingerichtet worden, weil er dieser Auffassung zentral widersprochen hat. Jesus wollte einen Gott bringen, der nicht straft, der keine Opfervorleistungen benötigt, um vergeben zu können, der nicht in dem Sinne die Waage der Gerechtigkeit in den Händen hält, um Schuld und Vergebung gegeneinander quantitativ abzumessen, sondern der grundgütig ist und in dem, was wir falsch machen, was bis zum Verbrechen reichen kann, nichts weiter wahrnimmt als die menschliche Not, die auf Erlösung wartet. Die Erlösung ist die Güte, mit der Gott uns selber bei der Hand nimmt, um uns zurück zu uns selber und zu sich als unserem Schöpfer zu führen. Indem Jesus dieses Bild von Gott in die verhärtete Wirklichkeit, die wir heute immer noch haben, hineinzubringen suchte, wurde er gefährlich. Den Schriftauslegern, den Theologen seiner Zeit, den Theologen aller Zeit, auch derjenigen Theologieform, die wir im Christentum etabliert haben in zwei Jahrtausenden, dem Staat ohne dies, der als Strafinstanz sich für notwendig erklärt und eigentlich im Sinne Jesu gefährlich oder überflüssig betrachtet werden sollte. Das alles ist gegen die Ordnung, die die bürgerliche Welt gewillt ist, sich zu geben. Darauf steht die Todesstrafe. Mit einem Wort, man hat Jesus abgelehnt, gehasst, verleumdet, seiner Güte wegen. Und jetzt ist die Paradoxie, dass die Lehre des Christentums richtig verstanden werden kann, weil Jesus das auf sich genommen hat, den äußersten Widerspruch zu riskieren in seiner Güte, in seinem Widerspruch gegen jegliche Gewalt, gegen das Töten von Menschen, egal mit welcher Begründung, wurde er getötet, von allen Instanzen, Kirche wie Staat, Synagoge wie römisches Imperium, zwischen den Mühlen beider Machtbesitzer, religiös wie politisch, musste er geraten, um uns einen Gott zu bringen, der uns von dem Wahn der Angst erlöst. Wir müssen stark sein, wir müssen Waffen haben, wir müssen uns wehren können, wir sind nur sicher, wenn wir Atombomben haben. Nur dann. Wer dem widerspricht, ist quer allem. Wer einen Staat will, der nicht mehr straft, der nicht mehr bombardieren kann, der keine Kampfjets braucht, der sich weigert, das Töten zu lernen mit 16 Jahren, 18 Jahren in Staatsauftrag, ist er noch ein guter Bürger. Er wird dieselben Schwierigkeiten kriegen, aber das beginnt, christlich zu werden. Am Ende der Bergpredigt, 5. Kapitel bei Matthäus, wird Jesus sagen, glücklich oder richtig lebend sind die Menschen, die wehrlos bleiben, die gewaltfrei sind. Nur die werden den Frieden schenken und die werden das Land besitzen, die ihre Armut kennen und anerkennen und ihre Armseligkeit, die werden Erbarmen schenken können. Das alles sind wunderbare Veränderungen unserer ganzen Lebensgrundlage. Das endet damit, und glücklich seid ihr, wenn sie alles Üble über euch nachreden. An dem Tag jubelt und frohlockt, denn genau das ist den Propheten vor euch auch schon passiert. Dann wisst ihr wenigstens, dass ihr es richtig macht. Dieser Widerspruch ist unvermeidbar. Wenn das das Kreuz ist, dann kann man sagen, Gott sei Dank, dass Jesus uns gelehrt hat, keinen Widerstand mehr auszuweichen, sondern sie auf uns zu nehmen, in der Überzeugung eines Vertrauens in eine Güte,
die nicht zu widerlegen ist durch die Primitivreaktion von Hass, Gewalt, Dummheit, Einbildung, Verführbarkeit, durch menschliche Schwächen aller Art. Heilen kann man nur durch Güte. Wer das begreift, hat das, was wir Erlösung nennen, christlich. Und das Symbol ist die Strafe dafür, das Kreuz. Das Hinrichtungsschandmal der Römer. Wir können uns das in der historischen Wirklichkeit kaum schrecklich genug denken. I think the Indian traditions tend to veer towards the unity of being rather than the disparity of being, if you would. And yeah, so for the Buddhist, the word non-duality means that the idea of a mountain as something findable in its parts or separate from its parts is a fantasy. Therefore, in Buddhist texts like Shantideva's or Chandrakirti's, both of those texts mentions, no enlightened being invented emptiness or non-duality. This is merely the deeper nature of being, something that is always there, whether anyone noticed it or not. And what Buddha pointed out is the duality of me and universe is a big problem for humans. We don't notice that we are a child of the universe, we're breathing in the universe, we're drinking the universe, we're eating the universe, through our ears we're absorbing the universe, through all five senses and through thought. That there's no border between self and others other than an imaginary one created by our own mind. And that's true for one's own self, and it's true for mountains and rivers and clouds and everything else. Therefore, Buddha put the emphasis on interdependent arisings, everything that manifests just is universe coming and going in various shape-shifting aspects. As for Christianity, I think you could say a kind of a pantheism movements perhaps are a little bit close. And of course, pantheism really becomes somewhat popular during more strong exchanges with Asia, and Asia's kind of emphasis on the unity of a being as opposed to the fragmented nature of being. If we look at China, I mean, certainly Taoism is very strong in terms of the underlying unity of being, and therefore it's called Taoism, the way of the Tao, the unified field of being. Non-duality is, of course, it's a very, very often misused term. Sometimes we take it to mean there's no good, there's no bad. And there's, well, you'll hear someone say something and say, oh, that's very dualistic, like these vegetables are overcooked. Mahatma Gandhi coming back from India, how was it? Overcooked Brussels sprouts? But it doesn't mean that things do not reality have their contextualization. So Nagarjuna says, no big, no small. You're big based on something smaller being beside you and so on. No hot, no cold, just relative to one another. But the unifying factor is that all things arise and fall within the universal firmament, which for want of a better word, Buddha referred to as emptiness, shunya. I like to use the term infinity of being, because infinity is beyond the finite. The finite arises and falls within infinity.
Aber die Frage, was bedeutet eigentlich die Non-Dualität, wenn wir erstmal davon ausgehen, dass alles, was ist, existiert und different ist in sich, aber trotzdem in einem einzigen Weltzusammenhang besteht. Das ist das, was non-dual ist. In dem Sinne ist nichts auszuschließen, in seiner Essenz auszuschließen, sondern alles besteht und hat seinen Platz irgendwo im Gesamtzusammenhang. Das ist mir der Grundgedanke. Damit bin ich schon mal raus aus diesem ewigen Krieg. Also es bringt überhaupt nichts, einen Krieg zu führen, zumal ich auch, wenn immer ich einen Krieg führe und ich sozusagen viel Druck auf die eine Seite gebe, dann auf der anderen Seite notwendig eine Ausgleichsbewegung kommt und damit habe ich dann gar nichts gewonnen, sondern ich habe einfach nur einen entsprechenden Widerstand produziert auf der anderen Seite und das bringt nichts. Also das, wenn ich jetzt mal ganz praktisch das übersetze, ja, sondern dass man sich aus der Mitte heraus bewegt und von vornherein merkt, dass ich diese beiden Gesetze oder die Gegensätze oder die Pole, die ich wahrnehme, dass sie in mir in einer Mitte finden, wo etwas Neues aufscheint, nämlich die Ordnungsebene, wo sich alles exakt ordnet. Und das ist ein wunderbares und auch befriedigendes Gefühl, solche Erkenntnismomente zu haben, wo sich die Mitte zeigt um die Dinge. Denn das Non-Dual heißt, die Wahrheit liegt in der Mitte. Interessanterweise nicht. Also wenn ich spreche im reinen Dualismus, liegt die Wahrheit im Licht, nicht in der Dunkelheit. Ja? Und wenn ich von dem sogenannten Non-Dualen spreche, wo ich diesen Begriff persönlich gar nicht benutze, liegt die Wahrheit in der Mitte. Und zwar die Mitte jenseits von den Extremen. Geahnt hat man das im Übrigen lange vor Christus schon, merkwürdigerweise bei einem Philosophen, der im Abendland wenig bekannt ist, oder zu wenig jedenfalls, bei Lao Tse. 500 vor Christus hat man früher geglaubt, jetzt denkt man 300 vor Christus. Er hat in dem Sprechen vom Tao, man kann es nicht übersetzen, ist das der Sinn, ist das die Einheit, ist das der Weg, ist das das Göttliche, ist das das eigene Ich, das Selbst, ist ein Wort, das alles umgreift. Von dem meint Lao Tse oder Lao Tse, richtig ausgesprochen, wer das Tao verliert, den inneren Zusammenhang, sich selbst in seiner Innerlichkeit, sich selber in seinem Wertempfinden, in seiner Persönlichkeit, in seinem Selbstsein, dem wird man kommen mit Gesetzen. Da kommen die Moralisten und sagen, du weißt zwar nicht mehr, wer du bist, du weißt auch nicht mehr, was du tun solltest, aber wir sagen es dir jetzt mal, wir wissen es an deiner Stadt, jetzt hör mal zu, so musst du dich verhalten. Das wird nicht genug sein. Aus der Moral wird man die Justiz entwickeln. Was passiert, wenn die moralischen Gesetze nicht eingehalten werden? Dann braucht man ein ganzes Register von Strafen. Auch das wird nicht genug sein. Ein Staat, der strafen will, braucht natürlich eine Polizei, die dafür sorgt, dass die Täter früh genug gefasst werden und eingesperrt werden. Auch das ist nicht genug. Ein Staat, der eine Polizei unterhält, braucht natürlich Bürger, die ihre Steuern bezahlen. Man braucht immer mehr, um die Menschen immer weiter von sich wegzufinden. Führen. Am Ende hat man alles, nur sich selber vollkommen verloren. Und das entspricht sehr dem, was Jesus im Neuen Testament sagt. Ihr könnt am Ende mit Machtbewusstsein und Machtbeherrschung die ganze Welt gewinnen, nur ihr verliert eure eigene Seele dabei. Ihr werdet immer mächtiger im Wahn, euch gehörte alles, nur weil ihr immer ohnmächtiger werdet und euch selbst entgleitet. Das sind Erfahrungen, die kann man machen menschheitlich zum Thema Innerlichkeit, Religiosität, Wahrhaftigkeit, Stimmigkeit im Selbst. Und Dharma ist das korrekte Handeln, was im Einklang ist mit dem großen Ganzen. Ja? Und um dieses Dharma wahrnehmen zu können, das kann ich jetzt sozusagen allgemein fassen als die Norm eines Berufsstandes oder was man macht als Mutter oder als Vater oder als Kind und so weiter, was da angemessen ist. Da gibt es natürlich viele auch in der Kultur verankerte Erkenntnisergebnisse, die sozusagen sich als Tradition vererben. Aber zunächst einmal bedeutet das, dass das Dharma ist das tiefe Anschauen dessen, was wirklich ist, aus dem sich spontan die passende intuitive Antwort ergibt. Das ist das, was für mich Dharma ist. Das ist in dem Sinne nicht nach außen hin festgelegt, sondern es ist ein Kontakt zu etwas, was im Raum wirklich da ist, eine Art Strukturebene, kann man sagen, oder die Ebene der Ordnung, die immer mit anwesend ist, aber unsichtbar oft oder ist auf den zweiten Blick nur sichtbar. Und die Ausrichtung darauf, dass es eine Lösung gibt, die im Raum ist, eine Ordnung gibt, die im Raum ist, das ist die Ausrichtung auf das Dharma und damit auf das
wenn man sagen will, korrekte Handeln in der Welt, im Unterschied zu dem karmischen Handeln in der Welt, wo man sich einfach ausagiert. Kein geringerer als Albrecht Schweitzer hat das einmal so einander gegenübergestellt in seiner eigenen Ethik, die er geschrieben hat, und macht die Differenz an genau der Stelle fest. Das Christentum ist ihm eine aktive Beauftragung, aus der dann auch eine entsprechende moralische Haltung wird. Albrecht Schweitzer übertreibt die Moral nach meiner Meinung. Wir haben vorhin noch davon gesprochen, dass die Religion alles, was dann völlig begründet, und ich wiederhole es jetzt an dieser Stelle, erst durch ein tieferes Vertrauen gegen die Angst gewinnen wir eine Umgangsform miteinander, die uns hilft, das zu tun, was in der moralischen Beschreibung als richtig tabelliert werden kann. Aber die Moral begründet sich nicht selber. Sie ist eine Haltung, die sich ergibt aus einem tieferen, religiös gebundenen Vertrauen. Dann hat Albert Schweitzer völlig recht. Ehrfurcht vor allem, was lebt, was mich anschaut mit der Frage, führst du mir Glück oder Leid zu? Bei jedem Hund, bei jeder Katze, bei jedem Eichhörnchen könnten wir das sehen, bei jedem Menschen, allemal, sogar bei den Blumen. Die Liebe zu allem, was lebt, geht dann daraus hervor. Das ist noch viel mehr, als wenn wir in der Gleichgültigkeit feststellen, es stirbt alles dahin und eigentlich nicht schade drum. Wir lassen es ruhig sterben, weil wir sind es nicht selber. Dagegen protestierte Albert Schweitzer, das sei ihm zu passiv. Mit so einer Botschaft geht man nicht in eine Lambarede, um eine Reihe von Kranken, die keinerlei Versorgung haben, aufzusuchen und dadurch die Nachfolge Christi anzutreten. Da ist, glaube ich, zumindest zwischen den Kulturen ein Austausch, der auch notwendig ist. Das hat man im Hinduismus, in Indien der Neuzeit, 19. 20. Jahrhundert, deutlich erkannt. Reformtheologen des Hinduismus wie Vivekananda beispielsweise, Ramakrishna, Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore in Bengalen, haben das immer wieder betont. Als Beispiel, wir müssen von den Briten lernen. Die halten sich nicht an dem, was sie sagen. Bei denen gibt es kein Christentum. Die glauben ans Geld statt an Gott, das ist wahr. Sie glauben auch nicht an Christus, sonst hätten sie nicht einen Krieg nach dem anderen vom Zaun gebrochen. Um 1900 Krieg in China, damit Drogen verkauft werden können. Das machen Christen. Als Christen glauben wir denen gar nichts, aber dennoch müssen wir von den Briten was lernen. Angenommen, es kentert ein Boot im Ganges. Was machen dann wir Hindus? Gar nichts. Schicksal. Dann gehen die eben unter. Briten würden alles in Gang setzen, um einen Einzigen, der dabei ist, zu erdringen, aus dem Ganges zu holen. Alles. Und da haben sie recht. Das sind Briten, unsere Kolonialherren. Damit sind die groß geworden, weil jedes Leben bei ihnen was bedeutet, wenn es zu ihnen gehört. Aber dann auch, wenn es ein Hindu wäre, es ist in dem Moment, wo einer ertrinkt, denen egal. Leute, davon müssen wir Hindus lernen. Das ist eine Religion, die uns beizubringen hat, wer wir als Menschen sind. Den Austausch wünsche ich mir in zwei Richtungen. Damals war Indien so weit, dass es als ein führendes geistiges Land der sogenannten Dritten Welt
die Weisheit seiner Überlieferungen nach Europa, nach Amerika tragen wollte, um den Krieg zu beenden, den Materialismus zu beenden, den Kapitalismus zu beenden und uns Werte zu vermitteln, die dazu liegen, dass wir allesamt uns als Menschen wiederfinden könnten. Das war wunderbar und ist es noch. Und dass wir es mit Füßen treten, indem wir jetzt der Welt beibringen, was sie denken soll, ist eine Ungeheuerlichkeit. Das Umgekehrte stimmt freilich auch. Wir hätten der Welt mehr zu geben als Materialismus, Kapitalismus, Machtgewinn und vor allem Waffen an die Staaten, mit deren Hilfe wir die richtigen Konkurrenten Russland und China zu vernichten hoffen. Wir könnten Menschen werden, im Austausch der Religionen aus ganz verschiedenen Richtungen. So wie sonst unter Menschen im Gespräch miteinander. Im Osten sehe ich den Vorzug dieses Gedankens, des Zeichens, was über den Raum geschrieben ist, in das ich mich einfüge. Also dieser Gedanke des I Ching zum Beispiel jetzt aus der chinesischen Kultur finde ich wunderschön. Und das ist also dass eine Situation, ein Gesamtkontext, eine bestimmte Gestalt hat, mit der ich fließe, in der ein angemessenes Verhalten auf mich wartet. Das ist etwas, was sehr viel konfliktärmer ist und eben den Menschen in seiner Ruhe und in seinem Gefühl lässt, anstelle dass herausgerupft wird, immer über Prinzipien so grundsätzliche Entscheidungen treffen zu müssen die ganze Zeit. Das ist etwas, was ich sehr förderlich finde, einfach mal einen anderen Blick auf die Welt einzunehmen, dass ich sie in dem Sinne nicht verändere, sondern mich in ihr bewege. Was nicht heißt, dass ich nicht eine Verbesserung herbeiführe und ich mal irgendwas aufräume oder putze und so weiter. Das ist damit nicht gemein, aber im Grundsätzlichen, dass ich meinen Platz in der Welt, eine Bewegung in der Welt, wie sie ist, dass ich den als diesen begreife. Das ist etwas, was der Osten reinbringen kann und diese Ruhe in die Sache reinzubringen, finde ich wunderbar. Einfach Ruhe, ja. Und der wunderbare Beitrag des Westens ist eben die Bindungs- und Kontaktebene. Also wir haben vorhin über die Psychologie gesprochen, aber über die Bindungs- und Kontaktebene, also auch das Aussprechen der Gefühle, und so weiter. Also und das sich mitteilen, also das einfach mitteilen, was da ist, können wir einander sehr unterstützen. Und diese Pflege in Bindung und Kontakt, das Gleichgewicht zu suchen in Bindung und Kontakt, ist ja etwas, über das der Westen sehr viel nachgedacht hat, weil er über das Individuum in seinem Kontext mit anderen Individuen nachgedacht hat. Und da kann man sagen, sind wir auch auf viele so Irrläufer gekommen und nicht alles ist sozusagen dharmisch korrekt, kann man sagen. Ja, oder sind manches vielleicht auch eine Anmaßung oder einfach Suchtelemente und so weiter. Aber im Nachdenken über das Zusammensein mit anderen Menschen hat der Westen etwas beizutragen, meiner Ansicht nach. Etwas Großes und Wichtiges beizutragen, wenn wir jetzt mal sprechen, einfach über diese Ebene des Sozialen. Yes, certainly our Western mystical traditions are extremely weak, and it's due to our history. For about 500 years in Christian world, anyone showing any interest in anything except the most two-dimensional, flat aspect of spirituality was deemed either a witch or a warlock, and then you could be tied up and burned at the stake. Or if you said you were innocent, they'd throw you in the water, and if you floated, you were guilty, so you'd be burned at the stake, and if you sank and drowned, you were innocent. Dead, but innocent. And so it definitely undermined a mystical tradition. Any mystical traditions that we had, certainly there must be some pockets survived. The main problem is when you have such a harsh history towards mystical experience, then when the pockets of authenticity come out, you basically get a lot of very Looney Tune self-proclaimed mystics who basically are just picking up little pieces from this book or that book and this teacher or that teacher. So authentic lineage is very, very important, I think. Otherwise, it's written, people just make it up as they go along. The greatness of the East is that they never had that kind of repressive
attitude towards spiritual traditions until very modern times. Modern times meaning, say, Mao in China was very repressive of all spiritual traditions. He wanted to end everything that was pre-Mao and pre his little silly little red book. And fortunately, many Chinese had already escaped that to Hong Kong and to Taiwan and to Malaysia and to Singapore and to San Francisco and elsewhere around the world. So some of the great mystical traditions, the Taoist traditions, Chan or Zen traditions of Tendai schools, these great traditions survived to some extent. India, of course, had been invaded by the Muslims in the 11th and 12th centuries. So their mystical traditions suffered quite a bit. And fortunately, the British came and liberated the Indians from oppressive Muslim rule. So therefore, some of their own traditions could rebuild, but that had its own problems in that these traditions had been sort of under Muslim rule for maybe 5 centuries, something like that. And then, of course, they're under British rule, so everything they're doing sort of becomes Christianized vocabulary-wise, linguistically. So that's a little bit of an issue for me, personally, with their tradition. And it would really be the Tibetan tradition which came into the modern times with the greatest undiluted and undistorted lineages. For 1500 years in Tibet, their traditions had existed pretty well, you could say, war-free and colonialized free and so forth. And the Tibetan tradition was quite large. You know, often we think Tibet, a little country of the central of Asia. In fact, prior to the Chinese invasion of 1951, the landmass itself was as big as Western Europe. The culture spread through all of Himalaya and India, so a huge territory as big as Texas or more. And then it goes all the way up through Western China, through the Mongol kingdoms, all the way to East Russia, to Buria, Tuva, Siberia, all these regions. So it's a huge, huge, huge area. Early geographers used to refer to it as Greater Tibet. So it's a huge area, and they came into the present era with their ancient lineages very intact. So for me, this is one of the most attractive aspects of them. Also erstmal gibt es im Westen immer noch ganz viel Stückwerk an allen möglichen Sachen, die erinnert worden sind aus den Zeiten der Verfolgungen. Das ist natürlich dieses Abschneiden, war ganz einfach eine Durchsetzung eines Monopolanspruchs auf die Seele des europäischen Menschen, der einfach durchgesetzt worden ist mit Gewalt, und verschiedene politische Monopolansprüche, die durchgesetzt worden sind mit Gewalt, was natürlich Spuren hinterlassen hat. Und aber dennoch wurde immer etwas erinnert, immer etwas rübergerettet, ja. Und der Zugang, den ich persönlich sehe, ist ganz einfach der, dass wir in Kontakt gehen mit den Dharma-Kulturen, was ich als Dharma-Kulturen wahrnehme, der Welt. Also vor allem mit den indigenen Völkern Südamerikas, mit der Kultur Indiens, vielleicht des alten Iran, Chinas, Japans und so weiter, uns das herholen und durch den Kontakt wieder in die Erinnerung zurückfinden. Denn es macht etwas. Alleine schon die nordamerikanischen Indianer, also südamerikanisch in dem Fall zum Beispiel die Kogi, weisen einen sehr stark hin auf die Bedeutung der heiligen Orte, führen zu heiligen Orten. Und man kann auch Erfahrungen machen. Es gibt auch viele Leute, die mit heiligen Orten wieder anfangen zu forschen, einfach weil sie dort in Kontakt kommen mit etwas und damit auch mit Gedanken in Kontakt kommen, die hier sehr stark unterdrückt worden sind über die Zeit oder einfach ins Hintertreffen geraten sind, dann in den verschiedenen Entwicklungen, die im Westen stattgefunden haben. Und das ist etwas, womit wir wunderbar wieder anfangen können, uns zu finden. Und ich meine, dass sich das Richtige dann, ähnlich wie die Kogi immer sagen, die Samen, die wir im Herzen tragen, die wässern wir und dann werden sie wieder groß. Und dass sich die Erinnerung aus uns heraus regenerieren wird. Genau, im Kontakt. The main problem I think you have with religions is
governments will always try to use them to their own purposes. And institutions might become more important than the people in the institutions. And that's certainly happened in many, many cases with all traditions. I think Indian traditions, all Indian traditions have that sense, very strongly proclaim that sense, that sort of the spirit of goodness is universal. And of course, the forces of darkness are always also universal. And it's up to the individual to try to find a space within himself or herself for establishing an inner platform where day by day, regardless of what comes into your life, you can maintain that clarity, undistorted sense of, you could say, compassion, wisdom here meaning kind of openness and self-awareness. In Mahamudra, they give the example of a samurai walking through a forest. And there's many assassins in that forest. So you should walk through the forest lightly, gently, alertly, but happily, smelling the pine trees and listening to the birds chirp and so on. But at the same time, if you like birds, you don't have to listen to them if you don't like birds. But at the same time, an assassin could hop out at any time. This is often a metaphor for meditation, that in your maintaining your sort of inner joy, inner clarity in every situation, it's quite easy to become lax and to become unmindful. And the great Indian master, I think like 7th century, 8th century, Shantideva, he had a saying that if one of his verses in one of his great classical texts says that the klesha, the darknesses of the mind, dark things which can bring out the darkness within you, if you have seeds of darkness, are everywhere. But if you walk with mindfulness, alertness, and you always watch the watcher, you will always be strong, secure, and be able to maintain the posture of an awakening hero, a bodhisattva. And that doesn't have a gender, so hero, heroine, we could say heroine. Sie haben es geschafft. Ja. This, because they lost this trust, because of eating or whatever, then there's fear. What do you mean by whatever? Behind Eden, you see. okay. Du bist schon. Arnim ist der Nutzlose in der Beziehung. Ja, im positiven Sinne. Ja. Er bringt Ruhe rein. Arnim bringt Ruhe rein. Er bringt Ruhe, ja.
Ja, machen wir.